Super, damit hätten wir jetzt unser Inventar schon mal geklärt. Haben wir ja ein bisschen was an Platz frei. Und jetzt folgendes müssen wir jetzt machen, da wir jetzt alle drei in der Party haben. Wir müssen jetzt erst einmal, oh, ist lecker, ein bisschen durch die vielen Sprites. Wir müssen jetzt erstmal einen bestimmten Boss töten. Und danach kriegen wir von Epic the Kid ein Item, mit dem wir hier vorwärts kommen, den Freak. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich kann mich nicht mal an alles in dem Spiel erinnern, was nach und nach kommt, deswegen, ouch. Muss ich ab und zu mal nachdenken, ein bisschen, oder will ich mal nachgucken. Ist auch ein Pass, sehr gut. Shesra, findest du auch in Ordnung, ist auch so. Wenn zwei sagen, dass es passt, dann glaube ich schon, dass es in Ordnung geht. Ach genau, hier, das ist jetzt, das kann man, das wurde jetzt auch getriggert. Und da ist Gameboy wieder rausgeschmissen worden. Hm, naja. People used to call me evil, but these zombies are much more scary. I left my wife and kids at home to escape to this tent. That's how scary the zombies are. Pfff, voll das Arschloch hier, ey. How can we defeat the zombies? I just don't know. So this weird object was flying around and crashed in the graveyard. It looked like it was straight out of a Saturday morning cartoon. Wow, to come here in the flying contraption? Ich weiß übrigens nicht, was contraption heißt. Also ich sollte ja eigentlich seit 45 Minuten im Bett liegen. Oh. Ach, stimmt ja. Ja, so passt so. Sehr gut. Du musst ja... Ja, dann geh doch. Und das Gameboy wieder da, Baby. Geh doch ins Bett, Korax, wenn du schlafen gehen musst. Zwing dich doch gar nicht herzugucken. Das ist mir auch über, wenn ihr schlafen gehen müsst, dann geht schlafen, anstatt dass ihr dann am nächsten Tag rumkrickelt und müde seid. Gameboy, schaust du über Handy? Das habe ich hier. Kabel. I'm glad you are going to help us, but you are pretty young. Ja, und? Ich verarsche den Zombies hier den voll den Arsch und so. Ich verarsche den Zombies. Ich kick der Bart. So, das Wort habe ich gesucht. Nee, will nicht ins Bett. Na gut. Why don't we get all the zombies in this tent and then set it on fire? We may all get munched before we have a chance to do anything. Ja, und das ist halt unser Ziel. Wir müssen die Zombies irgendwie in dieses Held kriegen. Frankly, I'm running scared. I don't mean that I actually run around. I just mean I am frightened. Conditions in the town are getting worse. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. So viele Gegner sind eigentlich gar nicht draußen, meine lieben Freunde. Jedenfalls nicht mehr, wenn man den Kopierschutz nicht anhat. Also, was wir jetzt vorher machen müssen. Hier unten ist dieses Zelt. Ich muss nur kurz den Status überprüfen unserer Leute. Müsste eigentlich in Ordnung gehen, denke ich mal. Denn dieses Zelt hier. Ah, ich habe noch gar nicht die Fähigkeit von Ney, denn der kann nämlich sowas wie Analyse. Nein, vom PC aus, okay. Der kann sowas wie Analyse, Spy. Der kann nämlich die Schwächen von Gegnern rausfinden. Das ist ganz nützlich, wenn man nicht weiß, was die für Schwächen haben. So. Ja, best Synchro ever. Oder so. Das muss den Synchro mal ein bisschen verstellen. Sorry dafür. Was hast du für Speed? So, also, dieser Boss, das Boogie Tent. Der Hintergrund ist schon mal ziemlich geil. Bash würde ich sagen, und ich glaube, der war gegen Feuer empfindlich. Ich gehe trotzdem mal aus Spy hier. Und daher, flop. Weiß nicht. Na, wird mal sehen. Das Attacking. Au, der macht doch ganz schön Schaden. Ja, ist mir scheißegal. Pick a Fire, sehr gut, okay. Du benutzt Big Air Fire und du greifst einfach mal an, würde ich sagen. 2000er DSL. Was? Du hast ein DSL 2000? Das ist verdammt langsam. Das ist ja noch langsamer, wie ich 4 Jahre hatte. Oh mein Gott. Das ist ja kein Wunder, dass du ständig rausgekickt wirst, wenn du dann... Oh, okay. Gut, dass ich nichts anhatte. Vom PK irgendwas. Wow, der macht einen Schaden damit. Der macht gerade mal einen Schaden mit seinem Angriff. Big Fire! Du könntest eigentlich mal deine Sungeon wird. Mal sehen, ob der was bringt. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass der was bei dir viel bringt, aber nun gut, 56 Schaden.
Pika Flash Alpha. Oh, willst du mich verarschen? Oh, Jan, ja, super. Geil. Did not look on the Boogie Tank her. Boogie Tank. Ja, also mit 2. Bei mir ist es halt auch wie bei Chester, nur bei Kleen macht es Probleme. Ja, also mit 2000 ist echt kein Wunder. Healing Alpha auf Yasin. Jenny greift eh mit Pika an. Ich weiß nicht, du machst einfach mal die Fan, nicht, dass deine Items dadurch auch weniger treffen. Das wäre ein bisschen blöd. Was? Achso, Crying ist ja. Da brauche ich ja PK Beta, Healing Beta dafür. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann heißt du mal eben kurz Nay. Du machst weiter dein Feuer. Mit welcher Bitrate streamst du, Clean? Warte, kann ich dir sagen. Ich streame mit 1800 Kilobyte pro Sekunde. Das ist aber das Minimum, das empfohlen wird, Kurax. Das ist das Minimum für HD. Ich streame in HD. Und noch, wenn ich runtergehen würde, wäre es, glaube ich, kein HD mehr. Oder dann würde es, keine Ahnung, ich weiß nicht. 1800 streame ich. Also ich mache nicht den Fehler, dass ich mit zu viel streame. Jop, das war vor einem halben Jahr so noch gedrosselt, aber Streams kann ich eigentlich flüssig schauen. Keine Ahnung, warum das bei mir alle bei allen bei mir so rumspinnt irgendwie. Ganz ehrlich gesagt. Weiß nicht, ach ich. Was soll ich? Ich schmeiß mal eine Bottle Rocket auf ihn. Weiß nicht, ob's klappt oder nicht. Ich hab den gar nicht so schwer Erinnerung. Big Flash Alpha, ich bin doch eh schon. Fatal Little Strange! Och nein, muss das sein? Okay, er ist tot. Das ist sogar drauf 113 Schaden, das war nicht schlecht. Also das Vieh, das habe ich nicht so schwer Erinnerung. Alter, 1800 DP. Nail Level 11, Defense 1, Mach P 2. Nail Level 12, oh Baby! Offense 3, Defense 2, Speed 2, Gut 2, Vitality 2, oh Baby! Q 3, Luck 2, Sweet! Maximal HP 23, Nail Level 13, Map HP 1. Geil. Ja, es ist gerade klein und 30 FPS. Genau. Okay. Genau. Also 1830 FPS. Ich glaube 60 FPS geht HD sowieso nicht. Kannst du vergessen. Das geht glaube ich sowieso nicht, weil du dafür Partner sein musst, glaube ich. Dass das funktionieren würde. Du kannst sowieso auch nur maximal HD streamen als Nicht-Partner. Du brauchst Partnerstatus, um Full HD streamen zu dürfen. Und dafür hätte ich sowieso nicht das Internet. Da bräuchte ich, glaube ich, DSL 100.000 dafür, dass ich das streamen könnte. Und 1800 ist halt das Minimum, was ich gerade streame. Was du für HD brauchst, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob ich mehr streamen könnte. Ich will es auch gar nicht ehrlich ausprobieren, weil dann wird es wahrscheinlich lecken. Von daher. Lass ihn da ground in the trash can. Well, let's see here. There's a jar of fly honey inside. Yasin takes it. Fliegenhonig. Om nom 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 nom. Das hört sich sehr lecker an, oder Leute? Und ja, das ist ein Key-Item. Das trauen wir später noch. So, damit hätten wir jetzt erstmal das erledigt. Ich will jetzt erstmal kurz denk mal. Schlafen gehen? Ich weiß nicht. Lohnt sich das? Mit dem bisschen, was wir verloren haben. Obwohl, für die PP würde es sich ja schon lohnen. Wir müssen, glaube ich, erst mal ein Weilchen herumlaufen. Denn dann kriegen wir von Epic Kid einen Anruf, dass der ein Item fertig hat. Für Full HD brauchst du eine Mindestbetrage von 8000. Und die kannst du. Wie gesagt, ich glaube, das kannst du gar nicht streamen, weil dafür brauchst du Partnerstatus. Oh. Ah, da. Da kommt doch schon der Anruf. Hello, this is Epic Kid. I just wanted to let you know that I finished the bloody unique invention. I'm not sure if it will help you or not. It's called Zombie Paper and it can be used to trap zombies. Zombie Papier, um Zombies einzufangen. Ich liebe den Humor von dem Spiel. Das ist stumpf, aber so lustig. It works kind of like fly paper. All you need to do is place the paper on the floor of a tent or something. Das ist wirklich so ein Hinweis, geh ins Zelt und ja. You have seen at least one tent around, right? And then the zombies get stuck to the paper, when they move around inside the tent. You can catch a lot of zombies this way. In fact, I bet you could get rid of all of the zombies that are terrorizing the area within this
that are terrorizing the area with this paper. Anyway, I just asked the Mach Pizza Delivery Man to deliver the zombie paper to you, Yasin. Ich spreche den Namen immer noch falsch aus. Na egal. You should get it pretty soon. I have never actually seen a zombie, but if there really are any, zombie paper would be very useful. Hashtag Pitch Black. I'll be calling you if I come up with anything else. Click. Beep. Gut. Na gut. Also. Das heißt, ich gehe sowieso mal kurz ins Hotel und werde mal eben schlafen für die PP. 180 oder so waren es, glaube ich, ne? Ein bisschen leise auf meinem Ohr. Ich habe den echt gar nicht mehr so schwer in Erinnerung gehabt, den das Zelt. Das war echt nicht gerade einfach. Könnte sein, dass ich später ein bisschen Probleme mit den Gegnern bekomme. Mit den niedrigen Leveln hier. Ich glaube nicht mit den Grinden. Ich glaube, so viel Grind muss ich auch gar nicht. Müsste ich auch gar nicht. Also Schwachsinn zu grinden bei den Spielen. Das finde ich gut an den Spielen, dass ich da trotzdem herausfordernd war, aber dass es nicht zu schwer war. Und dass ich kein Stück gegrindet habe. Am Anfang habe ich gegrindet, ja, da muss man auch ein bisschen grinden, aber bisher habe ich noch kein Stück gegrindet. Ich sehe gerade, ich habe noch LDC hier im OBS an. So. Jetzt aber. Maus, ne. Oh Mann. Welcome to the Sunset Hotel. 180, genau so. Danke. Ganz schön teuer eigentlich. Und Full HD, weiß ich sowieso nicht, ob sich das überhaupt lohnen würde. Weil, ganz ehrlich, das Spiel spiele ich doch nicht dafür. Das würde sich doch gar nicht lohnen, das wäre Verschwendung. Das ist blöd, Blödsinn. While delivering pizza, this weird guy asked me to help him out. He wanted me to deliver this to someone named Yasin, who is wandering around Trieg. No one else knows about this, right? Let's just pretend that you are Yasin, and I'll give you this to you. Oh, hello Yasin, just go along with me on this one, okay? I made the decision that you are Yasin, no matter what. Ich bin doch Yasin, verdammt nochmal. Bin mal kurz weg. Okay. Viel Spaß, was immer was du machst. Das war Yasin. Wink, wink. I've done my duty and given you Apple Kids. Fingermagic. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Ich kenn's nicht. Na, goodbye. Ich glaube, Ding oder Sache oder so halt irgendwie. Mein Gott. So. Mit diesem Zombie Paper können wir nun Folgendes machen. Wir können dieses Zombie Paper hier benutzen. Ja, es ist das Zombie Paper an der Flur. So. Und jetzt müssen wir nur einmal schlafen gehen. Und dann können wir nämlich auch in der Story richtig weiter voranschreiten. Weil in der Nacht werden nicht die ganzen Zombies jetzt von diesem Zombie Paper angezogen. Und dann sind nämlich auch Zombies, die oben bei dem Friedhof stehen. Ich kann es mal hier kurz mit der Maus zeigen. Hier oben links. Wenn man das auch sieht im Stream, die Maus, keine Ahnung, ist ein Weg. Da kommen wir dann zu Belch. Der wurde ja schon mal erwähnt. Master Belch. Gegen den müssen wir auch noch kämpfen, damit hier alles befreit wird. Und da kommen wir dann beide Stellen Zombies und die sind dann weg. Und da kommen wir dann hin. Also das ist halt. Also so ein Spieler muss man echt nur ein bisschen bei Dialogen manchmal aufpassen, dass man auch. Aber. Es gibt einen stellen Spieler, weiß man nicht unbedingt, wo es weitergeht, aber ansonsten sagt das Spiel eigentlich einen auch, wo man, wie es weitergeht und so weiter. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Finde ich jedenfalls. Es gibt eine Stelle im Spiel später, in Summers, die ein bisschen arschig ist, aber naja. Aber das sind wir noch lange nicht, das dauert noch ein bisschen. Das ist nicht unbedingt das Glas mit der Milch verwenden. Das ist nicht so gut. Was ich übrigens auch machen werde am Ende des Strings Projekt. Es gibt ein. Das habe ich zwar bei Mava eigentlich gemacht, aber da war sowieso kein Stream gewesen. Mava 2 kennt zwar die meisten Leute von. Mava 1 kennt es die meisten Leute von euch zwar jetzt nicht, aber. Es gibt ein Tribute-Video. Gameboy, könntest du mal was probieren?
Es gibt ein Tribute-Video für Mother. Und das sind einige.